Wegen dieses Satzes nennt man das fünfte Klavierkonzert von Camille Saint-Saëns auch das Ägyptische. Aber wir wollen uns mit diesem Satz nicht beschäftigen, sondern gehen zum ersten Satz. Denn dort möchte ich Ihnen weiter die sogenannte Sonatenhauptsatzform nahebringen. Das ist das, was wir so ein bisschen gelernt haben in der Symphonie Klassik von Sergei Prokofjew. Da habe ich die Sonatenhauptsatzform bisschen genauer erklärt und nun wollen wir das immer wieder mal anwenden, zum Beispiel an diesem Stück, an diesem ersten Satz des fünften Klavierkonzertes von Camille Saint-Saëns. Das ist ein sehr, sehr schönes Stück und man kann hier fantastisch die Sonatenhauptsatzform probieren. Das machen wir. Es beginnt mit einem ganz kleinen Vorspiel im Orchester, also nicht sofort mit dem ersten Thema, sondern einem ganz, ganz kurzen Orchestervorspiel und dann beginnt schon das erste Thema. Es ist eine Art Menuett. Wir haben hier eine Art Neo-Rokoko. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war eine Art Neo-Rokoko in Frankreich in Mode. Und das haben wir hier, ein Menuett, was ganz so tapsiges, barockes. Ta-dan, ta-dan, di-di-di, di-din. Sehr, sehr schön. Sie können sich vor allem diese Zweiton-Floskel merken. Pa-bam, pa-bam. Ba, 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 ba. Dann haben wir eine Überleitung und dann haben wir das zweite Thema. Da merken Sie sich vor allem lang, kurz, lang, kurz, lang, kurz den Rhythmus. Bam, ba, bam, ba, bam, bam. Auch so ein bisschen fallende Gesten. Ta, 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 ta. Das ist also ein melancholisches zweites Thema. Und dann die Schlussgruppe oder der Epilog. Und damit ist der erste Teil die Exposition beendet. Und genau diese Exposition hören wir uns an. Es beginnt also direkt mit dem Orchestervorspiel und dann folgt auch schon im Klavier das erste Thema. Erstes Thema. Ba-bam, ba-bam, das merken Sie sich. Orchester wiederholt es. Überleitung. Zweite
Thema. Schlussgruppe. So, das war die Exposition. Und hier haben Sie vielleicht schon etwas gemerkt, was viele Zuhörer am Anfang verunsichert, wenn sie die Sonatenhauptsatzform für sich einüben. Das ist nämlich, dass die Überleitung und die Schlussgruppe häufig sehr viel länger ist als die eigentlichen Themen. So ist das auch hier. Das heißt, die eigentlichen Themen sind vielleicht eher kurz und die Schlussgruppen und Überleitungsteile, die sind sehr lang. Aber so ist das nun mal. Hat bestimmte Gründe, die uns jetzt nichts angehen, aber so ist es halt. So, Sie haben sich aber das erste und das zweite Thema gemerkt. Ne? Das erste Thema ist ta-dan, ta-dan, ta-da-da-da-dan. Also dieses Menuettartige. Und dann kommt das zweite Thema mit diesem tan-ta-tan-ta-tan-ta. So, und beide Themen haben jetzt in der Durchführung eine wichtige Rolle. Sie werden verarbeitet. Und die Durchführung ist auch sehr dramatisch, viel dramatischer als die Exposition. Es ist auch, kommt häufig vor, dass in der Durchführung dann Kämpfe sind oder Dramen stattfinden. Hier ist es auch so. Und Sie merken vor allem aus dem ersten Thema die Zweitonfloskel, dieses ta-dan, ta-dan, 1, 2, 1, 2. Jetzt hören Sie ta-dan, ta-dan, ta-dan. Aber immer noch, man kann das gut erkennen, irgendwann im Klavier, wenn das Klavier einen wilden Walzer spielt, hören Sie im Bass des Klaviers, also in der linken Hand, pa-bam, pa-bam, pa-bam. Es ist immer noch aus diesem Menuett, ta-dan, ti-din. Ja, und dann kommt irgendwann das zweite Thema mit diesem Tan, ta, tan, ta, tan, ta. Lang, kurz, lang, kurz, lang, kurz. Und das zweite Thema beruhigt ein bisschen dieses Drama. So, und die Durchführung beginnt jetzt nur im Orchester und dann kommt erst das Klavier dazu. Und das können Sie sich merken. Das ist fast immer so in Klavierkonzerten, in Violinkonzerten, in Cellokonzerten, dass die Durchführung oft, also meistens, wirklich in 90 Fällen, vom Orchester alleine begonnen wird und der Pianist ein bisschen wartet. Daran kann sich es merken, ah, jetzt beginnt die Durchführung. Nun, das wollen wir uns anhören. Ist ein bisschen dramatisch, aber Sie erkennen sofort dieses Babam, Babam. So. Babam. Durchführung. Thank you.
zweites Thema. Warum? Weil jetzt kommt gleich die Reprise. Was ist nochmal die Reprise? Die ist eigentlich das gleiche wie die Exposition, ein bisschen verändert. Hier bedeutet das vor allem, die Reprise ist uminstrumentiert. Das heißt, das erste Thema kommt nicht in dem Klavier vor, das Klavier spielt Läufe, sondern im Orchester. Dann kommt irgendwann auch das zweite Thema vor und so weiter. Wir hören jetzt also in die Reprise hinein und Sie bekommen beim Hören eine Aufgabe, nämlich ich werde Ihnen in der Reprise das erste Thema zeigen, aber Ihre Aufgabe ist es, hörend das zweite Thema zu finden. Das zweite Thema geht dann mal so. Tan, ta, tan, ta, tan, ta. Lang, kurz, lang, kurz, lang, kurz. Mal sehen, ob Sie es schaffen. Wenn Sie es nicht schaffen, wissen Sie endgültig, dass Sie unmusikalisch sind. Nein, so ist es nicht. Man muss es einfach nur üben. So. Okay, wir kommen jetzt also in die Reprise. Gleich kommt das erste Thema, diesmal sofort im Orchester. Und erstes Thema. Wiederholung. In der Überleitung und Ihr Job ist es, das zweite Thema hörend zu finden. Schon, haben Sie es gehört? Die Schwierigkeit ist, Camille Saint-Saëns versteckt das zweite Thema. Er versteckt es ein bisschen in die Holzbläser. Alle hören ja immer aufs Klavier und keiner achtet aufs Orchester. Und dann überhören sie dieses schöne Thema, dieses schöne zweite Thema, dieses dan, ta, dan, ta, dan, dan. Es ist jetzt in den Holzbläsern. Warum versteckt Camille Saint-Saëns dieses schöne Thema? Dazu kommen wir noch. Aber jetzt spule ich ein bisschen zurück und zeige Ihnen, wenn wir beim zweiten Thema angekommen sind, in den Holzbläsern, da versuchen Sie es zu hören. Achtung! Holzbläser jetzt! Thank you.
Gruppe und eigentlich könnte das Stück jetzt, also der erste Satz, gleich enden, denn eine Sonate in Hauptsatzform besteht genau daraus: Exposition, Durchführung, dann Reprise, und die Reprise hat ja auch erstes Thema Überleitung, zweites Thema Schlussgruppe. So, aber die meisten Sonatenhauptsatzformen haben noch einen letzten Teil, einen zusätzlichen Teil, und dieses auch, nämlich den allerletzten Teil, den nennt man Coda. Coda heißt Schwanz, also etwas Angehängtes, ein Schwänzchen, Schwanz, den Schluss. Und wir haben hier eine sehr schöne Coda, die zeige ich Ihnen mal an. Da hat man das Gefühl, ja, jetzt kommt so ein bisschen die Sonne hoch. Und die Coda besteht nochmal aus dem zweiten Thema. Das ist der Grund, warum Camille Saint-Saëns das zweite Thema in der Reprise versteckt hat, damit er es jetzt noch einmal herausholen kann und es uns nicht auf die Nerven geht, weil wir es schon zu häufig gehört haben. Das ist eine sehr, sehr schöne Coda, ein sehr schöner Schluss, wie überhaupt das ganze Konzert ja so hübsch ist. Also wir sind noch in der Schlussgruppe der Reprise. Schlussgruppe oder Epilog. Man sagt ja entweder Schlussgruppe oder Epilog, beides ist möglich. Thema. Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön.